Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute meine Lieblingsbox bei mir eingetroffen und zwar die Luxury Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich dieses Mal darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bin unheimlich dankbar, dass das liebe, liebe Team von der Luxury Box, das ist ja dieser Verbund von der Meta Crew, wo du ja auch die Pink Box und die Brigitte Box und Barbara Box und Mainz Box und so weiter mit drin hast, dass die mir die halt kostenfrei zur Verfügung stellen und dass ich auch in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen darf. Es ist so eine schöne Box. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei. Es ist eine wirklich geile Box, weil du hast 6 bis 8 Beauty-Produkte drin, die einen Warenwert exorbitant hoch haben, zwischen 150 und 200 Euro. Du hast da wirklich sehr hochwertige Produkte drin, zahlst natürlich auch entsprechend zwischen 40 und 50 Euro pro Box, je nachdem welches Abo du wählst, und die erscheint alle 3 Monate. Runtergerechnet kosten diese Boxen ja im Prinzip monatlich ähnlich oder gleich sogar. Ne? Aber das hier ist halt, wenn du dich wirklich alle 3 Monate richtig extrem überraschen lassen möchtest. Und ich feiere das jedes Mal, wenn ich sehe, dass die Luxury Box bei mir eingetroffen ist. Ohne Witz jetzt, ne? Okay. Als erstes habe ich hier einen Flyer, weil es ja eine Kooperation ist, wo geschrieben steht, liebe Claudia, ich hoffe, du hattest eine schöne und erholsame Weihnachtszeit und konntest sehr gut ins neue Jahr starten. Erholsam eher weniger. Ich bin ja tatsächlich auch noch krank geworden, weil es etwas zu stressig dann für mich war. Etwas viel Family Action, sage ich mal, sodass wir uns für 2020 auch vorgenommen haben, wirklich nur zu zweit bzw. zu dritt, weil Sammy ist ja auch mit dabei, Weihnachten zu feiern, um das Ganze halt wirklich entspannt zu haben. Weil jeder sagt dir, na, Weihnachten, das war dieses Jahr so schön entspannt und du denkst dir einfach, für mich eher nicht so. Naja, ist halt so, ne, wenn beide Elternteile getrennt sind. Ja, und gut ins neue Jahr bin ich definitiv gestartet. Wir haben es sehr ruhig verbracht, zum einen, weil wir ja krank waren, zum anderen, weil Sammy einfach irre Angst hat vor dieser ganzen Böllerei. Furchtbar. Viel Spaß beim Entdecken neuer Produkte mit der ersten Luxury Box im neuen Jahr. Liebe Grüße, Maria vom Luxury Box Team. Vielen Dank, liebe Maria. Ich bin auch richtig aufgeregt und freue mich, was da so drin ist. Also das ist im Prinzip die Box für Januar, Februar und März. Du hast hier ein Schleifchen außen dran, was wir einmal öffnen. Hallo. Was wir einmal öffnen. Und das ist immer das gleiche Design. Sehr schön, sehr schlicht, schwarz-weiß. Und das ist bei Cosmopolitan, weil die Luxury Box halt in der Zusammenarbeit mit Cosmopolitan erstellt wird. Du hast auch immer, ich glaube, 3 E-Paper pro Luxury Box dann auch gratis mit dabei von der Cosmopolitan. Ne? Der Deckel ist entfernt und das ist echt edel, ne? Es ist schwarz. Dieses Mal ist sie ganz schön leicht. Und ja, so schaut sie aus. Du hast hier das Seidenpapier mit einem Klebi. Viel Luxury steht hier drauf. Wir riechen dran. Aber du riechst nichts. Mal gucken, was da drin ist, wa? Dann entferne ich mal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, inklusive der Preise. Schiebe ein bisschen hier so das Krüppelpapier weg. Hallo. Zack. Und dann haben wir hier den ersten Blick in die Box. Es sieht alles schon sehr, sehr schön gold und edel aus, ne? Oh, ja, Sammy. Alles schön edel hier. Meinst du nicht auch? Du hast da was im Auge und nicht wein. Nicht wein. Sammy hat sich jetzt hinter mir gelegt. Er macht es sich bequem und chillt eine Runde und lässt sich dann berieseln von dem, was Frauchen so erzählt. Okay, als erstes haben wir hier von M. Asam Resveratrol die Glättungsmaske. Das finde ich cool. Wir haben von diesem Resveratrol von der Reihe von M. Asam schon unfassbar viel drin gehabt. Das finde ich cool, dass wir jetzt auch die Maske haben. Die hatten wir nämlich noch nicht in den unterschiedlichen Boxen mit drin. Diese reichhaltige Maske mit hochkonzentriertem Resveratrol glättet und entspannt das Hautbild. Traubenkernöl und Vitamin E pflegen die Haut intensiv und bekämpfen die sichtbaren Anzeichen der vorzeitigen Hautalterung. Für ein weiches und gepflegtes Gefühl. Und das machst du einfach auf dein Gesicht 15 Minuten einwirken lassen und dann mit feuchtem Wattepad oder Wasser halt entsprechend abnehmen. Ja, und das soll dein Gesicht glätten. Ja, ne? Ich lasse das erstmal hier drin, oder? Nein, komm. Das Plastikvieh, das können wir wohl aufmachen. Wir gucken uns das mal genauer an.
Oh ja, das sieht echt schön aus, ne? Das passt 1A von der Optik natürlich zu der Augencreme, die ich schon habe. Dann habe ich auch schon die Ampullen dazu. Dann habe ich auch dieses Bodycream, die Bodycream dazu, was in einem Pöttchen ist, was einfach genauso aussieht, nur größer. Finde ich extrem cool. Das kann ich mir einfach so ins Bad stecken. Quietsch, quietsch. Ist natürlich noch verschlossen. Und riecht nach nichts. Okay, ja. Wird dann entsprechend verwendet. Das ist hier ein Tiegel mit 50 Millilitern. Das ist ganz schön viel. Und ich finde es auch recht geil, dass wir sehr viel von MA-Samen und Flora Mare und so aktuell mit in den Boxen drin haben. Weil das ja auch irgendwie so total super Marken sein sollen. Ich glaube, es sind sogar deutsche Marken. Finde ich auch ganz geil, ne? Wenn man das so entsprechend unterstützen kann. Das gefällt mir. Made in Germany. Ne? Dann ist es nämlich auch gar nicht einen allzu weiten Weg geflogen worden oder gefahren worden. So, hier ist ein Kärtchen drin. Ich bereue nichts in meinem Leben, außer dem, was ich nicht getan habe. Ein Zitat von Coco Chanel. Und das ist eine Karte. 20% Gutschein für alle Postkarten und Papeterieprodukte auf stayinspired.de mit dem Rabattcode LUXURY20. Passt auf jeden Fall jetzt so zum allgemeinen goldenen Design von den Produkten, die hier so drin sind. Hier habe ich etwas drin von Laboratories Lirac Premium, The Voluptuous Cream, Absolute Anti-Aging. Das ist eine Anti-Aging-Creme, eine Anti-Alterungscreme. Hatte ich, glaube ich, schon woanders mal mit drin, meine ich. Kommt mir gerade nämlich von der Optik sehr bekannt vor. War das nicht in der Mainz-Box auch mit drin? Weiß ich nicht, aber es sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Es ist ein Tiegelchen mit 15 Millilitern und ja, ne, hat halt hier auch wieder goldener Deckel und dann ist es hier schwarz. Also designtechnisch muss man wirklich sagen, ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut. Habt ihr schön gemacht, liebes Luxury Box Team, weil das sind wirklich schöne, aufeinander abgestimmte Produkte, auf jeden Fall auch vom Optischen her. Ne? Dann haben wir hier als nächstes einen Augenstift von Jean Darcel, ein Eyeliner. Ich habe hier die Farbe, keine Ahnung, es ist wohl ein grüner Eyeliner. Das finde ich schön. Ja, ist einer zum Anspitzen. Denn ich habe grüne Augen und da kann ich mir das ernsthaft gut vorstellen. Ne? Die gibt auch ganz angenehm Farbe ab. Dass ich den auch wirklich so als Eyeliner im Alltag trage, muss ich mal schauen. Ich bin ja, ja, es ist ja Trend, ne? Dass man dieses Jahr auch so ein bisschen mehr bunten Eyeliner trägt. Muss ich mich so ein bisschen rantasten, weil ich arbeite ja im Büro. Muss ich mal gucken. Aber da ich halt wirklich selber grüne Augen habe und das Grün halt wirklich gut dazu passt tatsächlich, also das ist sehr, sehr ähnlich, also grün-braune Augen habe ich, könnte das wirklich was werden. Das ist geil. Okay, dann haben wir hier eine Parfümprobe mit drin. Lip Maestro, nee, das ist kein, das ist was anderes. Lip Maestro Intense Velvet Color 400 von Giorgio Armani. Ist das ein Lippenstift? 1,5 Milliliter steht hier. Ach, du ahnst es nicht. Es ist ernsthaft ein Mini-Liquid-Lipstick von Giorgio Armani mit 1,5 Millilitern. Geil. Das finde ich richtig geil, weil sowas macht ja die Luxury-Box aus, ne? Übrigens, das Logo ist das Gold oder ist es Silber? So Gold, Silber, Silber, Gold, keine Ahnung. Wow. Also es macht die Luxury-Box aus, dass du luxuriöse Produkte drin hast und das ist ja mal echt luxuriös, ne? Das ist ein richtig schönes Rot. Das gefällt mir. Oh, ich habe zwar sehr, sehr viele rote Lippenprodukte, aber Giorgio Armani, hallo. Geil. So, dann habe ich hier von Mitchell & Peach English Growers. Okay, English Leaf, das Bath Oil mit 100 Millilitern hier drin. Sowas hatte ich, glaube ich, auch schon mal in der Hand. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du das eben nicht nur zum Baden nehmen kannst, sondern auch, um es halt auf die Haut drauf zu machen, zum Duschen als, ja, Body Lotion, nein, nicht Body Lotion, als Duschlotion kann ich mir das auch gut vorstellen, oder Duschöl. Und deswegen, ja, ne, sage ich da auch nicht nein zu. Riecht sehr natürlich tatsächlich. Ja, es riecht schon blattig. English Leaf, keine Ahnung, wie ein englisches Blatt riecht, ob es anders riecht als ein deutsches Blatt, hm. Aber es riecht ganz gut. Doch, das gefällt mir. Blended with matured essential oils from the Foxbury Farm Estate. Sunflower Seed Oil, also mit Sonnenblumenöl ist das. Aha. Mit, ah, Sweet Almond Oil, also Mandelöl hast du auch noch irgendwie mit dabei. Parfüm hast du mit dabei, Vitamin E, Zitrone, Limone, ne? Ja, das wird ein gutes, hier, wie heißt das? Frühlings Duschprodukt sein, finde ich, weil da kann ich dann vielleicht auch mal etwas frischere Düfte haben.
Ja, jetzt habe ich gerade von Weleda ein Duschgel, was nach Tanne riecht. Auch mal was, ne? Okay, dann haben wir, also du kannst dich hier von Kopf bis Fuß mit dieser Box gerade echt pflegen und stylen, also hübsch machen, finde ich sehr, sehr geil. Von Lacoste Pure Femme Timeless Lotion Pour Le Corps, das sind 50 Milliliter, das ist eine Body Lotion und ja, ne, das finde ich klasse. Das riecht auch richtig gut. Also das Lacoste Pour Femme hatte ich auch schon mal als Parfüm, hat aber leider bei mir Kopfschmerzen verursacht. Aber als Body Lotion wird es getestet. Das finde ich geil. Timeless, zeitlos. Es riecht auch zeitlos. Sehr pudrig, sehr, sehr angenehm. Cool. Ja, und das letzte Produkt, was wir hier drin haben, ist von La Roche-Posay, das Hyaluron B5 Serum. 10 Milliliter sind hier enthalten. Gegen Falten ist das ein Konzentrat. Ich persönlich vertrage, glaube ich, kein B5. Also ich hatte auch schon mal so ein Produkt verwendet und also mit Beta 5, mit B5, also das, wie hieß das nochmal? Keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall verwendet. Hat meine Haut sehr gereizt. Da muss ich gucken, ob ich das vertrage. Aber ansonsten hätte ich da Bock drauf. Definitiver Gesichtsserum finde ich wundervoll. Ich liebe Gesichtsserum und ich finde es, oh, schön. Und ich finde es wundervoll, dass ja, wir immer mehr davon in unseren Boxen drin haben, um uns da halt so ein bisschen durchzutesten, weil Gesichtsserien sind nicht unbedingt das günstigste, was man so auf dem Markt bekommt, sage ich mal, ne? Sind immer recht hochpreisige Produkte und das soll dann die Haut immer ganz besonders schön machen. Ja, das war der Inhalt der Box. Hochwertig, wow. Ja, ne? Mir hat's gefallen. Denk dran, dass du in diesem Video halt auch eine Box gewinnen kannst und dafür mal in die Infobox schauen solltest. Und ja, ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!